Fall möchte ich Ihnen heute folgendes Schriftstück vorlesen. Es geht um das Schriftstück vom Jahr 2017 von dem Rechtsanwalt John Moore, der die Kindesmutter damals vertreten hat. Es geht um eine Dienstaufsichtsbeschwerde des Jugendamtes Neukölln an den Herrn Jugendamtsdirektor Andreas Gladisch und seine Mitarbeiter. Herr Liekel wurde parallel informiert und dieses Schreiben liegt mir vor. Ich zitiere aus dem Schriftsatz Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Herrn Jugendamtsdirektor Andreas Gladisch. Sehr geehrter Herr Liekel, wie Sie meinem anbei übersandten Schreiben vom 25. August bitte entnehmen möchten, habe ich gegenüber Herrn Gladisch Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die in seinem Haus fallzuständigen Fachkräfte erhoben, die es aus unbekannten Gründen dafür jedoch mit erheblichem Nachdruck unternommen haben, den am 29. Juli 2010 geborenen Sohn A. meiner Mandantin in die Alleinobhut seines nach Aktenlage rechtskräftig wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilten Kindesvater zuzuspielen. Hierauf ist von dort bis heute nur mit dem um Zeitaufschub bittenden und ebenfalls beigefügten Schreiben einer Frau Bartel vom 28. August, ansonsten aber überhaupt nicht reagiert worden. Nur hat eine fallzuständige Fachkraft gegenüber meiner telefonisch nachfragenden Mandantin verlautbaren lassen, zitiere, und wenn schon, vielleicht hat er ja zwischenzeitlich eine Therapie gemacht, Zitat Ende. Eine derartige Herangehensweise ist nicht ansatzweise mehr hinnehmbar und verkennt in grob amtspflichtverletzender Weise den diesen sogenannten Fachkräften obliegenden Schutzantrag. Dass das Bekanntwerden einer rechtskräftigen Verurteilung wegen sexuellen Kindesmissbrauchs einen gewichtigen Anhaltspunkt für die Gefährdung des Wohl eines gerade 7-jährigen Jungen darstellt, ist wohl kaum von der Hand zu weisen, so dass den Herrn Gladisch unterstehende Amt nach dem Gesetz verpflichtet war und ist, das Gefährdungsrisiko in Zusammenwirkung mehrerer Fachkräfte einzuschätzen und nicht gehalten ist, über mögliche absolvierte Therapien eines nach Aktenlage wegen sexuellen Kindesmissbrauchs vorbestraften telefonische Fernspekulation anzustellen. Die nächsten Minuten dieses Videos beinhalten Audioaufnahmen von dem Kind A, der diesen sexuellen Missbrauch gegenüber seiner Mutter beschreibt. Deshalb an dieser Stelle eine Triggerwarnung und auch für diejenigen, die zart beseitigt sind. Herzlichen Dank. Und ist ja voll eklig. Was Papa macht, immer Kacke im Mund stecken. Hm? Kacke im Mund stecken bei mir. Und dann kriege ich Fremde bei mir. Den habe ich in den Mund gehabt. Was? In den Mund gehabt. Okay. Das ist jetzt, Arm, das ist jetzt, ja, komm mal her. Komm mal da auch mal auf. Guck mal an. Guck mich bitte an. Das ist nicht lustig. Ja. So, komm mal her. So, und was hast du da gerade denn? Wie in den Mund gehabt? Ganz viel. Was ganz viel? Verstehe ich nicht. Was denn da? Hallo, Frauen gemacht, den Koller im Mund. Bei wem? Mhm. Was? Bei Papa. Warum?